Gentlemen, ich möchte gerne einen Toast aussprechen auf unseren Ehrengast, Richter O'Hara. Gute Reise und kommen Sie gesund zurück. Gute Reise. Wir alle wissen, dass ich eine lange Zeit fort sein werde, zu lange, als dass der Distrikt ohne einen Richter oder ein Landgericht auskäme. Der Stadtrat hat einen Mann benannt, der während meiner Abwesenheit meine Position einnehmen soll. Und wir alle stimmen darin überein, dass wir den Bestmöglichen benannt haben. Ben Cartwright. Ich gratuliere, Ben. Gentlemen, es ist mir eine Ehre, aber das kann ich nicht annehmen, weil jetzt der völlig falsche Zeitpunkt ist. Wir haben genug hier auf der Ranch. Komm schon, und ich bitte Sie, meine Herren, lass mich wieder ausreden. Warte doch. Egal, wir akzeptieren kein Nein. Und wir werden nicht gehen, ehe du nicht eingewilligt hast. Du weißt doch, dir können wir wenigstens vertrauen. Ich spreche einen Toast aus auf unseren neuen Richter Ben Cartwright. Wer hört? Auf Richter Paar. Ich schwöre die Gesetze der Vereinigten Staaten von Amerika und Nevadas zu schützen, so wahr mir Gott helfe. Gratuliere dir, Ben. Gratuliere, Pa. Danke. Glückwunsch. Gratuliere, Ben. Glückwunsch. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, wenn ich jetzt ein Wort unter vier Augen mit unserem neuen Richter rede. Aber nicht doch. Tun Sie das. Entschuldige mich. Der macht ein Gesicht. Bedienen Sie sich ruhig. Der beste Sherry, den wir haben. Hören Sie mal. Wissen Sie, was Sie damit getan haben? Ich wollte Sie unter vier Augen sprechen, weil ich das nicht vor den anderen sagen wollte. Es gibt hier keinen außer Ihnen, der dieses Amt hätte übernehmen können. Aber die Verantwortung, ich meine, das muss doch... Es gibt keinen anderen, den die Leute hier mehr respektieren als Sie. Ich bin kein Jurist und werde auch keiner. Ich bin nicht qualifiziert genug, um Recht zu sprechen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Das weiß ich doch. Das Wichtigste an diesem Amt sind nicht die Kenntnisse der Gesetze, sondern ein Mann, zu dem die Menschen aufsehen, dessen Entscheidungen respektiert werden. Sie sind der Einzige, leider muss ich das sagen, der dafür in Frage kommt. Viel Glück, Ben. Wollen Sie nicht reingehen, Richter? Was? Wieso gehen Sie nicht rein, Richter? Oh, natürlich. Was habt ihr denn? Einen Augenblick dachten wir, euer Ehren wollten hier draußen Gericht halten. Mit Verlaub. Ihr haltet euch besser zurück. Sonst muss ich euch wegen Amtsmissachtung vor Gericht bringen. Ja, Sir. Natürlich doch, Richter. Ach, noch was. Ihr beide dürft jetzt meine Kutsche fahren. Sein Amt steigt ihm zu Kopf. Okay.
Kann ich irgendetwas für Sie tun, Sir? Ihre Amtsräume sind hier, Sir. Wenn Sie etwas brauchen, ich bin in meinem Büro, gleich dort. Ich bin Higgins, Ihr Gerichtsdiener. Danke, danke. Ich danke Ihnen, Sir. Was ist denn passiert? Jemand hat die Bank ausgeraubt. Hallo, Ben. Das ist ein Ding, was? Wie viel ist gestohlen worden? Das wissen wir noch nicht genau. Eine Menge, schätze ich. Frank sieht gerade die Bücher durch. Eine Katastrophe. Und das ist noch untertrieben. $256,000. Wir müssen die Bank schließen. Was? Wir können aus dem Geschäft aussteigen. Die Stadt ist bankrott. Aber was? Es wird dir nicht gefallen, Ben, aber wer ist der beste Safeknacker weit und breit? Sandown Davis. Der war es nicht. Wieso nicht? Weil du dich für seine Entlassung eingesetzt hast? Wir fahren besser gleich rüber, aber ich wette, du irrst dich. Geh rein. Nein, ich will hier bleiben. Und ich will dich hier nicht haben. Bitte hör auf mich. Nun geh schon. Morgen, Billy. Morgen, Sheriff. Mr. Cartwright? Ellie? Was führt Sie denn zu mir? Ist dein Vater da? Nein, ist er nicht. Kann ich was ausrichten? War er denn letzte Nacht hier? Ja, ich denke doch. Du bist dir nicht ganz sicher. Ach, wissen Sie, der alte Herr wohnt neuerdings dort drüben im Stall. Das Haus ist nämlich für drei Leute ein bisschen zu klein. Aber ich glaube schon, dass er da war. Auch letzte Nacht, ja, doch, da bin ich sicher. Hast du eine Ahnung, wo dein Vater jetzt sein könnte, Billy? Ich glaube, er wollte wieder mal auf die Jagd gehen. Wir haben nichts mehr zu essen. Wir haben eigentlich gar nichts mehr, verstehen Sie? Woher hast du die Verletzung am Kopf? Oh, ich wollte... Ich habe Holz gehabt. Brennholz. Und da habe ich ein Stück abgekriegt. Mhm. Wir sehen uns hier nur mal um. Wieso nicht? Ist schon gut. Aber können Sie mir nicht sagen, was das soll? Billy, in Virginia City hat jemand die Bank ausgeraubt. Und Sie denken...
Dad hat's getan. Oh, das wissen wir nicht. Wir würden nur gerne mit ihm sprechen. Sie haben doch veranlasst, dass er freikommt. Sie wissen, dass er sowas nie tun würde. Ich hoffe es, Billy. Dürfen wir uns im Stall umsehen? Von mir aus? Dort werden Sie aber nichts finden. Ja. Was ist denn los, Billy? Ach, die sehen sich hier nur um. Wieso stehen wir unter Verdacht? Dads schlechter Ruf ist daran schuld. Du gehst jetzt rein, ist das klar? Und sprich nicht mit ihnen, verstanden? Wenn sie dich was fragen sollten, sag, du bist krank. Nun geh schon. Hi, Pa. Pa, was ist los? Ich bin müde. Wir hatten heute etwas Ärger in der Stadt. Was denn? Man hat die Bank ausgeraubt. Wirklich? Bis auf den letzten Dollar. Es ist alles weg? Alles weg. So sieht's aus. Hat man eine Ahnung, wer es war? Noch nicht. Reden wir später. Moment, Pa, du hast da einen Gast, der dich unter vier Augen sprechen möchte. Sundown Davis. Hallo, Ben. Sandan, ich komme gerade von dir zu Hause. Ich habe dich gesucht. Du hast nach dem richtigen Mann gesucht, Ben. Ich bin hier, um mich zu stellen. Meine Waffe liegt hier. Ich habe die Bank ausgeraubt. Ich weiß, dass du enttäuscht bist, nachdem du dich so für meine Entlassung eingesetzt hast. Das ist nicht nett von mir. Ich kann dich einfach nicht verstehen, Sandan. Das ist mir zu hoch. Also, wo ist das Geld? Weißt du, das ist der Haken an der Sache. Was für ein Haken? Also, ich hab's versteckt. An einem sicheren Ort. Niemand außer mir weiß, wo es ist. Na, wenn du weißt, wo es ist, dann kann den Menschen in Virginia City ja geholfen werden. Warte doch mal einen Moment, Ben. So einfach ist das nicht, so wird's nicht funktionieren. Wieso nicht? Ich habe einen Fehler gemacht, aber ich will wegen diesem Fehler nicht mehr hinter Gefängnismauern sitzen müssen, das verstehst du doch. Und
Und wie willst du das vermeiden? An diesen Punkt kommst du ins Spiel, Ben. Wir machen einen Handel. Ich werde dir all das Geld übergeben und du sorgst dafür, dass der Richter mich freispricht. Komm, lass uns eine Partie spielen. Hm? Wenn du willst, kannst du auch mit Weiß spielen. Wartet hier draußen. Also, wenn wir in drei Gruppen ausschwärmen, dann denke ich doch, dass wir eine reelle... Sander, stell dir vor, wir haben gerade beschlossen, auf die Jagd nach dir zu gehen. Na ja, das brauchen Sie ja nun wohl nicht mehr, Sheriff. Ja, Sander stellt sich wegen des Bankraubs. Pa, Roy, da versammeln sich Leute vor der Bank. Sieht aus, als wollten sie herkommen. Bob, du und Charlie, ihr werdet sie beruhigen. Ja, und was sollen wir sagen? Nun, ihr sagt ihnen einfach, dass wir den Mann haben und dass sie in Kürze ihr Geld zurückbekommen. Also, wo ist nun das Geld? Ich hab's beiseite gelegt, Sheriff. Ach was, wo ist es? Versteckt. Wo denn? Also, sobald Ben sagt, dass er mich trotz allem laufen lässt, sag ich euch, wo es ist. Er hat mir erzählt, dass er zum Richter ernannt worden ist. Das macht die Sache doch ganz erträglich, oder? Ich sagte dir auch, wir kommen nicht ins Geschäft. Du sagst uns, wo das Geld ist. Und hör auf, Unsinn zu reden. Oh nein, da irren Sie sich gewaltig, Sheriff. Ohne Geschäft gibt's kein Geld. Und das ist endgültig, ja? Sicher doch, bestimmt, Sheriff. Auch wenn ich ins Gras beiße. Das wirst du auch müssen, sage ich dir. Was hast du vor, Roy? Wenn er denn unbedingt dieses Spiel spielen will und die Masse da draußen hört nicht auf zu toben, dann werde ich mir wohl noch ein paar Helfer suchen müssen. Boss, Little Joe, hebt die rechte Hand zur Vereidigung. Hey Ben, Bob sagt uns, wir bekämen unser Geld zurück. Ich weiß gar nicht, was es für mich bedeutet hätte, das Geld zu verlieren. Nicht mal den Winter hätte ich durchgestanden. Wann bekommen wir es zurück? Nun, sobald... Sheriff Coffey es geschafft hat, von Sandown zu erfahren, wo das Geld geblieben ist. Warte mal. Er wollte es doch sagen, wenn du ihn freilässt. Ja, das würde er. Ja. Was hat denn der Sheriff damit zu tun? Nun, er will herausbekommen, wo das Geld ist, ohne einen Handel machen zu müssen. Ja, und wie lange soll das bitteschön dauern? Dann müsst ihr Roy fragen. Hey, Ben, ich sag dir was. Besser er rückt gleich mit der Antwort raus. Ich mache mir Sorgen um meine Familie. Wie soll ich die denn satt kriegen? Lasst besser bei ihm. Ja, die Leute sind ziemlich wütend. Wo wollen Sie hin?
warte doch mal. Sieh dir das an, die Leute sind ziemlich aufgebracht. Ich kann sie verstehen. Paar, hatten wir unser Geld nicht auch auf der Bank? Ja. Wie viel denn? Ziemlich alles, was wir hier besitzen. Wir haben also keine Reserven? So ist es. Und was willst du tun? Nun, ich werde jetzt rüber ins Gerichtsgebäude gehen und das Gesetz studieren. Ich werde nicht zum Essen kommen. Ich werde mit Little Joe auch in der Stadt essen. Wir sind hier, wenn du uns brauchst. Ja, bitte. Hallo, Ben. Kommt rein. Kommt rein und setzt euch. Du machst deine Hausaufgaben, was? Oh, ich sage euch, ich wusste gar nicht, wie wenig ich vom Gesetz verstehe. Ach, da mach dir mal keine Sorgen. Niemand erwartet, dass du es auswendig kannst. Ihr sicher nicht, aber was ist mit all den Menschen, die ihr Geld verloren haben? Also, was führt euch denn noch so spät zu mir? Hm? Ich möchte dir gerne eine Liste von Namen vorlesen. Eine Liste von Namen? Henry Perkins, Donald J. Wentworth und du kannst doch gern selbst einen Blick reinwerfen. Die Liste ist mehr als lang. Kommen dir die Namen bekannt vor? Natürlich tun sie das. Alles Freunde von dir? Das will ich doch hoffen. Das Bergwerk braucht Förderseile. Das Darlehen dafür kann jetzt nicht mehr ausgezahlt werden. Dort sind 94 Männer beschäftigt. Denk an die Arbeitslosigkeit. Und das ist erst der Anfang. Die Bank ist eigentlich solide. Aber sie ist geschlossen und wird es bleiben, weil ich nicht weiß, wo ich Kapital auftreiben soll. Wenn ich also nicht in Kürze das gestohlene Geld zurückbekomme, dann werden alle diese Freunde von dir bankrott sein. Tja, so sieht's im Moment eben aus. Wir haben noch mal mit Sheriff Coffey gesprochen. Er sagte uns, dass Sundown nur kooperieren wird, wenn du versprichst, dass er auch freikommt. Deshalb seid ihr hergekommen. Die Frage ist doch, wer hier bestraft wird. Sundown oder die Einwohner von Virginia City? Die hat doch auch was von dem Geld gehört. Willst du es nicht zurückhaben? Ich will es zurückhaben, natürlich, aber es ist nicht so einfach. Ihr wisst, ich versuche das Gesetz zu studieren. Also Sundown hat zugegeben, das Geld gestohlen zu haben. Er hat die Bank ausgeraubt und jeder weiß das. Und die Gesetzesbücher hier? Lassen mir keine andere Wahl. Er ist ein Wiederholungstäter. Er kriegt 20 Jahre. Das klingt, als hättest du deine Entscheidung schon getroffen. Nein, das habe ich noch nicht. Ich meine, ich versuche nur recht zu sprechen. Nach dem Gesetz. Wenn Sundown hinter Gitter muss, dann geht diese Stadt bankrott. Morgen, Richter. Ich will noch mit Sundown sprechen, vor der Verhandlung. Und ihr könnt schon mal vorgehen, okay? Wenn es dir nichts ausmacht, Pa, dann würden wir gern hier auf dich warten. Ich denke, ich schaffe das schon alleine. Euren Schutz brauche ich nicht. Du bist der Richter, wir sind Roy's Deputies. Das macht uns zu Mitarbeitern des Gerichts. Wo du hingehst, dort gehen auch wir hin. Das ist unser Job. Ich wünschte, ihr würdet euren Job nicht so genau nehmen.
Pa, du hast uns immer gesagt, wer eine Aufgabe übernimmt, sollte sein Bestes tun, oder? Ja, genau. Hi, Ben. Hi, Roy. Hallo, Russ. Benny. Mr. Cartwright. Wie geht's ihm? Könntest du deinen alten Herrn nicht dazu bringen, uns zu sagen, wo das Geld ist? Er wird dabei bleiben, Mr. Cartwright. Auch wenn ihr ihn darum bitten würdet? Das habe ich schon. Er bleibt stur. Wie lange kommt er hinter Gitter, Mr. Cartwright? Für einen Bankraub 20 Jahre. Er sagt, Sie würden ihn nicht einsperren. Das könnten Sie nicht, weil Sie das Geld brauchen. Tja, das wird die Fahndung entscheiden. Oh, steht er nicht heute Morgen vor Gericht? Ja. Sie stecken ihn nicht ins Gefängnis, das können Sie nicht. Das trauen Sie sich nicht. Entschuldigen müssen, Mr. Cartwright. Sie ist leicht erregbar und außerdem bekommt sie auch noch ein Baby. Deshalb ist sie ziemlich durcheinander. Das ist verständlich. Ich danke Ihnen. Wissen Sie was? Der hat immer gesagt, Sie sind ein Mann, der immer das Richtige tut, ganz egal, was passiert. Ich danke dir, Roy. Ich wusste, dass ich dich irgendwann zu Gesicht kriegen würde. Die Banker und all die anderen Leute sitzen dir im Nacken, oder? Ich bin eigentlich nur hier, um dir zu sagen, dass die Verhandlung heute um 11 Uhr ist. Clem Powell wird dich als Anwalt vertreten. Anwalt? Ja, wozu denn? Du hast das Recht, dich von einem Anwalt beraten zu lassen. Und was soll der Unsinn? Ich brauche keine Ratschläge, wenn ich halte alle Karten in der Hand, oder? Nicht alles, Herr Baum. Wenn du wirklich so denkst, Ben, dann bist du derjenige, der einen Ratschlag braucht. Komm schon, setz dich und wir reden ein bisschen drüber. Ach ja, ich hätte es wissen sollen. Du sitzt da oben in deinem Richtersessel und machst gottesfürchtig und so ehrlich du nur kannst deinen neuen Job. Ich hätte es wirklich wissen sollen. Dass du mich freilassen sollst, das kannst du dir nicht leisten, oder? Ich nehme an, du hast dein Wissen aus Gesetzbüchern. Ja. Nun, ich bin ein alter Mann, Ben. Und wenn du mir all das aufbrummst, was in diesen Büchern steht, dann wirst du mich wohl im Gefängnis begraben können. Ja, das weiß ich auch. Du willst mich dort sterben lassen? Nein. Stell dir vor, Ben, ich werde Großvater. Ich will doch noch sehen, wie dieses Kind lernt, zu laufen und zu reden. Und wie es lernt, zu reiten. Warum hast du die Bank ausgeraubt? Ich hatte es satt zu sehen, wie mein Junge und seine Frau schuften müssen, von morgens bis abends, um einen Ertrag aus einem Stück Land zu ziehen, das so armselig ist, dass sogar die Präriehunde davon gelaufen sind. Ich hatte es satt, dass die Kinder von nichts anderem als
Kanincheneintopf leben mussten. Und ich hatte es satt zu sehen, dass Ruthie Kleider tragen musste, die andere Frauen wegwerfen würden. Ja, und ich hatte es so satt. Nicht mal Geld für Medizin oder ähnliche Dinge zu haben. Ich hatte es einfach satt. Ich hätte dir geholfen, das weißt du. Ein Mensch kann es auch leid sein, um Gefälligkeiten zu bitten, Ben. Er möchte sich dann und wann von seinen Knien erheben, verstehst du? Ja, das verstehe ich. Es müsste doch andere Wege geben, als gleich die Bank auszurauben. Tatsächlich? Ein Mann mit meinem Ruf hat keine Chance. Ich hab schon so viel Dummheiten gemacht. Es gibt doch kein Verbrechen, das die Leute mir nicht zutrauen würden. Ich weiß nur, Sandan. Du hast nie versucht, es herauszufinden, habe ich recht? Oh, doch, das habe ich ganz sicher. Oh Mann, das habe ich, Ben. Diese Stadt hat mir nie eine Chance gegeben, um meine Seele zu retten. Doch jetzt bin ich endlich am Zug. Ich sage dir, Ben, wenn du das Geld doch noch zurückhaben willst, dann gibt es nur einen Weg. Weißt du, Sandan? Sandan? Du hast mir jede meiner Fragen beantwortet. Außer einer. Wieso hast du dich gestellt? Wieso? Ich wollte eigentlich das Geld mit meinem Jungen teilen und mit dem Rest abhauen. Warum hast du das nicht getan? Er wollte das Geld nicht. Naja, ich musste den Knaben windelweich schlagen, damit er mich nicht ausliefert, weißt du? Und dann habe ich nachgedacht. Was sollte ich mit all dem Geld, wenn mein Junge es nicht will? Denn siehst du, das Geld sollte doch für sie sein, Ben. Hm. Ich bin ein alter Mann, mein Leben liegt hinter mir. Was soll ich mit all dem Geld noch anfangen? Ich brauche es nicht. Roy, wir sehen uns vor Gericht. Ja, aber Ben, denk gut über alles nach und vor allem mach's dir nicht so schwer. Mach es uns beiden nicht so schwer. Ben, du erhältst sicher eine Menge Ratschläge. Jeder versucht dir bei deinem Urteil zu helfen, selbst der Angeklagte. Man hat mir einige Vorschläge gemacht, ja. Ich sag dir nicht, was du tun sollst, denn es gibt eins, was ich in den Jahren meiner Amtszeit gelernt habe. Tu deine Pflicht und gib niemandem einen Rat, es sei denn, er braucht ihn. Wenn ich an deiner Stelle wäre, dann würde ich auf niemanden hören. Ich würde das tun, was ich für richtig halte. Weißt du, Roy, ich habe auch was gelernt. Und? Ich habe gelernt, wenn jemand sagt, er will dir keine Ratschläge geben, dann will er dir welche geben. Ben, wir können doch mit einem Dieb keine Geschäfte machen. Wenn wir das einmal tun, werden wir es immer wieder tun müssen. Ich sage euch, mit einem Kriminellen zu verhandeln, ist der erste Schritt zum moralischen Selbstmord. Was sagst du als Verteidiger dazu?
Ich verstehe sicher das Argument meines Kollegen, aber ich kann dem nicht zustimmen. Denn was wir heute tun, das müssen wir morgen nicht genauso machen. Gewiss, das Gesetz diktiert konkret, wie wir uns zu verhalten haben. Wir können nur nicht immer nach unumstößlichen, unanfechtbaren Regeln leben. Es gibt Momente, in denen wir Konzessionen machen und flexibel sein müssen. Sehr gut ausgedrückt. Ich danke Ihnen, Gentlemen. Du hast nichts zu befürchten, Sandau. Sobald wir unser Geld zurückhaben, ist die Sache vergessen. Wir wollen nur unser Geld. Das Gericht ist bereit, euer Ehren. Nehmen Sie die Hüte ab und stehen Sie bitte auf. Bezirksgericht Virginia City. Richter Ben Cartwright führt bei der Sitzung den Vorsitz. Bitte setzen. Virginia City gegen Sandown Davis. Also, Gentlemen. Die Anklage ist bereit, Euer Ehren. Die Verteidigung ebenfalls, Euer Ehren. Der Angeklagte möge sich erheben. Sandown, Sie kennen die Anklage. Ja, ich weiß, warum ich hier bin, Ben. Wollen Sie, dass die Anklage verlesen wird? Nein. Nun, dann bleibt mir nur noch die Frage, ob Sie sich schuldig bekennen oder nicht. Na ja, natürlich. Ich bin schuldig, Ben. Ich bin schuldig. Wenn es dem Gericht beliebt, würde die Verteidigung gerne einige Anmerkungen dem ehrenwerten Gericht gegenüber äußern. Bitte, Herr Anwalt, äußern Sie. Folgendes. Es gibt nicht eine Person in diesem Raum, die nicht wüsste, dass Sandown angeboten hat, das gestohlene Geld zurückzugeben. Ja, das stimmt. Das habe ich gesagt. Genau das will ich hier auch tun. Wir halten es also für ein faires Angebot. Wir erwarten nicht, dass der Angeklagte freigelassen wird, sondern nur ein angemessenes Urteil. In diesem Fall müssten wir das Recht nicht beugen. Wir könnten aber trotzdem genau das vermeiden, was sich unsere Gemeinde nicht leisten kann. Den finanziellen Untergang. Die Verteidigung überlässt diesen Fall der Gnade des Gerichts.
Mr. Paul, das Gesetz schreibt vor, dass der Angeklagte streng bestraft werden sollte. Eine Abmachung, wie Sie sie vorschlagen, scheint mir nicht im Sinne des Gesetzes. Dieser Fall beinhaltet ein ernstes und schwieriges Problem. Was ist wohl wichtiger? Das Wohl des Volkes oder die Stärke des Gesetzes? Das Wohl des Volkes ist vergänglich. Eine Sache des Augenblicks. Das Gesetz dagegen besteht ewig und ist Wertmaßstab für alle Menschen. Es ist unantastbar. Es muss geschützt werden. Wenn es sein muss, sogar mit unserem Leben. Die Gerichtsakte zeigt uns, dass eine Verurteilung nicht zu umgehen ist. Im Sinne der Anklage. Sandow und Davis, stehen Sie auf. Ich verurteile Sie zu 20 Jahren Zwangsarbeit. Nun warte mal. Du hast ein Urteil gesprochen. Du hast deine Pflicht getan. Aber das Geld werdet ihr nie wieder zu Gesicht bekommen. Niemals. Er hat euch alle verraten. Billy, bring mich nach Hause. Ich hab Angst. Verschwindet. Los, geht nach Hause. Ihr bleibt besser bei eurem Paar. Komm. Hey, warte mal. Was ist das für ein Gesetz, das diesem Mann erlaubt, uns alles zu nehmen, was wir je besessen haben? Hey, was soll das, Roy? Was ist das für ein Gesetz, frage ich euch. Was ist das für ein Gesetz? Rein mit ihm. Kein Schritt weiter. Wir wollen doch keine Schießerei anfangen. Sie kennen uns doch. Jeder von uns hat eine Menge Geld verloren, Roy. Alles, was wir wollen, ist unser Geld. Also nehmen Sie sich Ihre Deputies und gehen mal für eine Weile spazieren. Wir wollen uns doch nur mit Sundown unterhalten. Und wenn Sie zurückkommen, wird die Welt wieder in Ordnung sein. Diese beiden Läufe sind mit grobem Schrot geladen. Also seid so nett und beschert uns nicht auch noch eine Stadt voll trauernder Witwen. Ich gebe euch genau 10 Sekunden von hier abzuhauen. Also fordert es nicht heraus. Eins. Roy, wir sind brave steuerzahlende Bürger. Sieht nicht so aus. 3. 4. 5. 6. Sie? In Ordnung, in Ordnung. Aber es ist nicht richtig. Es ist nicht gerecht. Micha, du hast auf dem Gesetz geurteilt, aber du hättest doch versucht, diese Schuldigkeit nicht zu halten. Beruhigt euch doch jetzt mal bitte. Und redet nicht alle gleichzeitig auf mich ein, bitte. Ben, als Vertreter der Anklage kann ich wohl für uns alle sprechen. Dann mal los.
Es sieht so aus, Ben. Als ich im Sinne des Gesetzes argumentiert habe, da war es mein Beruf. Aber um die Wahrheit zu sagen, ich dachte, Sundown würde nur blaffen. Ich dachte, wenn der Mann mit 20 Jahren Zwangsarbeit konfrontiert wird, dann wird er uns mit Sicherheit sagen, wo das Geld ist. Ach so. Und nun, wo du siehst, dass du dich geirrt hast, was schlägst du vor? Dass wir doch ein Geschäft mit ihm machen. Roy, was meinst du? Ben, ich weiß sicher, was meine Pflicht ist. Aber ich halte nicht gerne Menschen, die ich schon mein Leben lang kenne und schätze, das Gewehr vor die Nase. Deshalb muss ich sagen, dass ich ihnen zustimme. Diese Stadt ist bankrott, Ben. Sei doch vernünftig, Ben. Das versuche ich die ganze Zeit. Aber ihr macht es mir nicht gerade leicht. Was können wir tun, damit du deine Meinung änderst? Ändert das Gesetz? Ben, du kannst hier nicht weggehen, ohne uns die Erlaubnis zu geben, eine Abmachung mit Sundown zu treffen. Du hast mich falsch verstanden. Ich habe gesagt, mit Sundown wird keine Abmachung getroffen. Du hast den Untergang dieser Stadt zu verantworten. Ich habe nur nachgedacht. Dem Gesetz ist gedient worden, aber war es auch gerecht? Du hast nur getan, was du tun musstest. Ich glaube, es hätte die Dinge vereinfacht, wenn Sundown das Geld genommen hätte und abgehauen wäre. Das kann ich auch nicht verstehen. Wieso ist er nicht abgehauen? Das begreife ich auch nicht. Das ergibt einfach keinen Sinn. Wir sehen uns dann zu Hause, okay? Ich will noch jemanden besuchen. Warte, wir lassen dich nicht allein. Wollt ihr mein Leben lang hinter mir herlaufen, oder was? Ich fahre allein. Ich würde gern mit dir sprechen. Mit dir und deiner Frau. Kommen Sie doch rein, ich mache uns Kaffee. Danke, Ma'am. Ach, bitte setzen Sie sich doch. Ich hole uns den Kaffee. Dauert nur einen Moment. Ach, ist der heiß. Entschuldigen Sie mich. Ruth, ich würde auch gern mit Ihnen sprechen, wenn es geht. Mit euch beiden. Billy, heute Morgen, als ich deinen Vater verurteilt habe, ich musste es tun. Das Gesetz ließ mir keine andere Wahl. 20 Jahre. Ich weiß nicht, ob dir klar ist, was es ist. Ich weiß nicht, ob dir klar ist, was das bedeutet. Für einen Mann wie deinen Vater. In seinem Alter. Lebenslänglich eingesperrt. Das bedeutet es. Wir können davon ausgehen, dass euer Vater die Strafe nicht überleben wird. Das macht mir Sorgen.
Mir bestimmt genauso, Mr. Cartwright. Wirklich? Ja, natürlich. Er ist mein Pa. Weißt du, Billy, Ruth, ach, bitte, würden Sie sich hinsetzen, damit ich Sie ansehen kann? Hör zu, Billy. Dein Vater hat sich gestellt. Und er hat mir gesagt, dass er das Geld gestohlen hat, um euch zu helfen. Dir, Billy, und Ruth. Und dass du es abgelehnt hast, Billy. Und dass du ihm auch dazu geraten hast, sich zu stellen. Er hat gesagt, dass er dich windelweich schlagen musste, damit du... Ich weiß gar nichts. Billy! Ruthie, du hältst deinen Mund. Billy, Billy, er sieht doch die Verletzung an deinem Kopf. Sag ihm die Wahrheit. Es ist die Wahrheit, Mr. Cartwright. Sandown kam nach Hause und packte all das viele Geld aus. Er wollte, dass wir die Hälfte davon nehmen. Billy wollte das nicht und... Ruthie! Sag ihr Billy geschlafen! Ruthie! Billy! Warum soll ich denn deinen Vater decken? Du bist doch mein Mann, Billy. Der Vater meines Kindes. War es wirklich so, Billy? Nein, so war es nicht, Mr. Cartwright. Oh, Billy! Ruthie, wir müssen es ihm sagen. Oh, bitte, Billy, denk an das Baby. Ich kann das nicht verantworten. Kannst ich kann du auch das denn nicht Vater gestehen? Versteh doch, dass ich das nicht tun kann. Wie sollte ich unserem Kind, wie sollte ich ihn jemals ins Gesicht sehen können? Mr. Cartwright, der Mann, den Sie verurteilt haben, war der falsche Mann. Ich habe das Geld gestohlen. Minnie Davis, Sie haben ein Geständnis abgelegt. Sie haben sich des Bankraubs schuldig gemacht. Haben Sie noch irgendwas dazu zu sagen, bevor ich das Urteil spreche? Nein, Euer Ehren. Hiermit verurteile ich Sie zur Mindeststrafe, die das Gesetz erlaubt. 10 Jahre. Zu verbüßen im Staatsgefängnis von Nevada. Doch da dies Ihr erstes Vergehen ist und weil Sie das gestohlene Geld zurückgegeben haben, überlässt das Gesetz es meinem Ermessen, mildernde Umstände gelten zu lassen. Und deshalb lautet das Urteil wie folgt. Sie haben 4 Monate... im Gefängnis von Virginia City zu verbüßen. Oh, Billy. Oh. Billy. Die Verhandlung ist geschlossen. Oh, oh mein Gott. 4 Monate. Billy. Es wird noch ein Mann zu füttern sein, wenn du wieder draußen bist. Ja. Also, Ben hat mir einen Job auf der Ponderosa angeboten. Möglicherweise wird er auch einen Job für dich haben, wenn du rauskommst. Geht doch klar, oder? Sicher, ich würde es gern versuchen, Pa.
Das freut mich. Ich will auch, dass du es versuchst, Sohn. Und wir, Ruthi, wir haben noch eine Menge für meinen Enkelsohn vorzubereiten. Danke, Ben. Dank dir vielmals. Danke, Mr. Cartwright. Komm, Schätzchen. Thank you.